Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei Kaiser Adalhard von Italien. Der hat sich gerade Sizilien geschnappt, zumindest einen großen Teil davon. Und das direkt mal seinem Sohn, seinem Haupterben, vermacht. Sodass sein jüngster Sohn das nicht bekommen kann. Das war ein bisschen der Gedanke dahinter. Und jetzt möchte er sich erstmal anderen Sachen zuwenden. Allerdings hat er im Moment nicht viel Geld. Und ich denke, da wir gerade einen Religionskrieg geführt haben, können wir mal ruhig unser Glaubensoberhaupt um Gold bitten. Der Papst hat nämlich eine ganz gute Meinung von uns. Also werden wir das mal machen. 750 Gold können wir doch gut verwenden. Ja. Und als nächstes wäre es vielleicht auch mal eine gute Idee, noch mal ein bisschen in das Militär zu investieren. Wir haben ja hier schon die gepanzerte Reiterei etwas ausgebaut, also aufgebaut. Jetzt werden wir noch ein bisschen was dazu machen. Und ein paar Belagerungswaffen mehr hätte ich auch gerne. Wer wurde hier gefangen genommen? Ach so, apropos, ich glaube, ich habe noch Leute in meinem Kerker. Vom letzten Krieg, da schauen wir uns mal das an. Hier ist eine Gräfin, die bringt bestimmt Gold, ja. Was ist mit ihm? Der bringt kein Gold. Ja, und die anderen scheinen alle kein Gold mehr zu bringen. Dann schicken wir die einfach mal so raus. Da habe ich ja dann nichts von. Keiner. Eigentlich kann man die, glaube ich, auch markieren. Ich könnte jetzt. Ich warte jetzt erstmal ab. Einen Augenblick. Bis sie alle weg sind. Ja. So, erstmal haben wir diesen Oberbürgermeister hier. Der ist jetzt seit 5 Jahren im Krieg und ich denke, jetzt kommt unsere nachsichtige Ader wieder durch. Wir werden ihn mal freikaufen. 50 Gold für uns. Sie, die kann sich das wahrscheinlich auch nicht leisten. Man könnte auch mehrere auf einmal rausschicken. Aber vielleicht geht das nur, wenn man die in der Liste hat hier. Schade. So. Jetzt einfach mal hier raus. Und tschüss. Kerker wieder leer. Ja. Im Ostfrankenreich gab es eben noch eine Rebellion. Da hatte einer versucht, ihm den Titel zu entreißen. Das ist wohl nicht geglückt. Der Herzog Landbert war das, meine ich. Ja, der hat ganz schön Probleme. Nee, Helferich war das. Der hat minus 100 zum Verzicht auf Ansprüche gezwungen. Ja, das ist nur vernünftig. Ja, die mögen ihn alle nicht so richtig in seinem Reich. Das ist natürlich ein Problem für ihn. Bei uns sieht es mit den Fraktionen eigentlich ganz gut aus. Hier gibt es mal eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, macht mir aber keine Angst. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeinde meines Reiches nach Zagreb ziehen, wo mein Vasall Herzog Isanrich residiert. Ah, nee, das ist mir das eigentlich nicht. Kann mich auch immer noch nicht leiden, ne? Warum eigentlich? Ja, der möchte die Grafschaft Ravensburg. Der hat nämlich hier das Herzogtum Augsburg bekommen. Weiß gar nicht, wie ist denn das überhaupt passiert? Ah, hat er geerbt. Okay. Naja, und deswegen... deswegen mag der jetzt natürlich Ravensburg haben. Was hat er denn jetzt wieder? Jetzt ist auf einmal seine Meinung sehr viel besser geworden? Ach so, die Meinung wurde beeinflusst. Na gut, ja, dann noch einmal eine Runde. Meine sterbliche Hülle. Oh nein, ich
Krank, das gibt's doch nicht. 43. Ob Kaiser oder Bauer, hochwohlgeboren oder gemein, all das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran wurde ich erinnert, als ich in den frühen Morgenstunden hustend erwachte und mir ein dumpfer Schmerz in Kopf und Kehle pochte. Er scheint ein wenig unpässlich zu sein, mein Fürst. Ich kenne da eine ganze Reihe von passenden Mittelchen. Sagt Borislava. Ja. Also wir sind jetzt nicht tapfer oder so. Oder risikofreudig. Lass mich in Ruhe, passt aber auch. Nee, wie sagen wir, sie soll mal das Nötigste tun. Eine sichere Behandlung. Krank, ein wenig besser. Atmet ganz entspannt, wies mich Orislava an. Die Feder in ihrer Hand schien fast so hauchzart wie ein Wolkenfetzen zu sein, als sie begann, mir sanft unter der Nase hin und her zu streichen. Böses Weiche, verlangte sie, als ich laut nieste. Das seltsame Kitzeln stellte sich als genau das heraus, was ich brauchte. Fürs Erste sind die schlimmsten Symptome gelindert und die Welt wirkt ein wenig freundlicher. Ausgezeichnete Leistung, Horislava, das ist klar. Gewaltiger Bonus. Ja. Damit ist unsere Gesundheit bei in Ordnung. Ach herrje. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Schwager, Herzog Federico von Kärnten, soll eine außereheliche Affäre haben. Seine Tante Carola. Eieieiei. Verheiratet mit Friedrich von Bamberg. Mhm. Okay. Was hat er hier? Inzüchtig? Ach herrje. Ich glaube, das ist einer der schlimmsten Traits, die man überhaupt haben kann. Auf jeden Fall, seine Tante Carola ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Wie kann er es wagen, das heilige Sakrament der Ehe so zu beschmutzen? Ja, das darf natürlich nicht ungesühnt bleiben. Sie wird eingekerkert. Und er? Er nicht. Ist aber ein sehr guter Ränkespieler. Mein Ratsspitze ist mit einer Entdeckung zu mir gekommen. Er ist sich sicher, dass mein Bekanntschaft Serapion ein Komplott schmiedet. Das Opfer, mein Gast Isabeau. Sag mal, wer will, warum wollen denn alle sie umbringen? Was ist, hat sie denn getan? Ja, werfen wir ihn ins Gefängnis für. Himmel. Ja, ich meine, er ist ein mächtiger Vasall. Man sollte sich das schon überlegen, ob man ihn vielleicht doch mal in den Rat holt. Aber minus 34, gut, er wäre dann im Plus. Mal schauen. Er wäre halt schon sehr viel besser als unser jetziger. Ja. Was machen wir? So, krank, mein altes Ich. Als ich heute Morgen erwachte und die Sonnenstrahlen sah, die durch mein Fenster hereinfielen, wurde mir erst nach einem kurzen Augenblick bewusst, dass ich das erste Mal seit Wochen ruhig geschlafen hatte. Ich war nicht einmal hustend aufgewacht. Ich bin froh, wieder wohlauf zu sein. Ja. Sehr schön. Also der mag uns jetzt auch. Er ist im Plus. Sehr schön. Ja gut, er ist ein Ehebrecher. Das ist halt jetzt ein bisschen das Problem. Aber da er ein Mann ist, habe ich jetzt keinen Einkerkerungsgrund dafür. Das ist natürlich ein Ding, ne? Tja. Im Mittelalter wurde da noch mit zweierlei Maß gemessen. Ach, der ist verheiratet mit unserer Schwester. Ja, insofern ist es vielleicht auch verständlich, dass wir da ein bisschen nachsichtig sind, wenn er unser Schwager ist. Denn klar, es ist unsere Halbschwester. Deswegen sind wir sicherlich empört, aber naja, wie gesagt, er ist halt ein Mann und da lässt man sowas durchgehen. Haben wir denn sonst noch ein paar bessere Leute? Oh, groß und stark. Die Schwäche, mit der meine Tochter von Geburt an geschlagen ist, hat sie endlich aus ihrem Würgegriff entlassen. Ich bin so erleichtert, als ich Maria mit den anderen Kindern herumtoben sehe.
Mögest du stark werden, Maria. Sie ist nicht mehr kränklich, sie ist jetzt wohlgestaltet. Mein Rivalin, Carola, hat ein Kind zur Welt gebracht. Da es ein Teil der Unruhringer-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesegnet werden. Ach so, klar, weil das jetzt seins ist. Soll es halt Beatrix heißen, das ist mir eigentlich egal. Also. Seid gegrüßt, mein heiterer Lehnsherr. Ich biete eurem Ratskanzler Herzog Heribert schon seit einigen Wochen Obdach und er hat wirklich sehr dabei geholfen, mir die Pracht des Reiches aufzuzeigen, über das ihr regiert. Es ist mir schlichtweg eine Ehre, euer Vasall zu sein. Ja, 30 Meinung bekommt er natürlich. Der ist... Ja. Jetzt voll auf meiner Seite. Eine Sache ist mir übrigens auch noch aufgefallen. Unser Sohn, König Matteo. Der hat... nee, nicht er, sondern wer war denn das? Ich glaube, die Kinder von meiner Schwester. Ja, auch nicht dieser Mal. Nee, genau, von meinem Sohn. Der hat es echt fertiggebracht, zwei seiner Kinder Alysia zu nennen. Die jüngsten sind Zwillinge hier. Die eine hat den Schlau-Trait bekommen. Ja. Also das ist wirklich faszinierend. Caesars Triumph. Beim Studium der Taktiken historischer Generäle amüsierte es mich, von Julius Caesars Taten während seiner Eroberung Galliens zu lesen. Während er Alesia belagerte, entschied Caesar, dass ein direkter Angriff auf die gut befestigte Stadt zu kostspielig sei. Stattdessen befahl er seiner Armee, eine eigene Festung zu bauen, die die gesamte Stadt umschloss. So war die feindliche Garnison gefangen und litt Hunger, während sie gleichzeitig keine Verstärkung erhalten konnte. So, wir sind jetzt entweder, wenn wir Pionier, das hilft bei der Belagerung, oder den Feind zu sich kommen lassen, das gefällt mir. Unnachgiebiger Verteidiger. Oder Caesar ging ein Risiko ein, aber es machte sich bezahlt. Nee, das passt nicht zu unserem Fleiß. Ich denke, da wir fleißig sind, passt das mit der Belagerung eigentlich am besten. Ja. So, jetzt wo wir nicht mehr krank sind, wird es langsam Zeit, uns mal um unseren nächsten Krieg zu kümmern. Vorher möchte ich mal gucken, ob ich noch irgendwas zu bekehren habe. Da gibt es einige Möglichkeiten. Zum Beispiel möchte ich mal in meinen eigenen Grafschaften hier endlich die Germanen vertreiben. Und unser nächstes Ziel heißt natürlich Burgund, wo jetzt mittlerweile Königin Ide regiert. Die alte Königin Almodis ist gestorben. Vor kurzem offenbar. Na gut, dann halt gegen sie. Ansprüche von uns. Ja. Das sollte kein Problem geben. Das wird relativ einfach über die Bühne gehen. Und wieder frage ich mich... Ach ja, hier habe ich meinen Sammelpunkt. Leg den mal hier hin, nach Zürich. Heb unsere Truppen aus. Kurz eine Sekunde laufen lassen. Das sollte reichen. So haben wir hauptsächlich unsere Spezialtruppen ausgehoben. So, und alle treffen sich hier. Oder wollen wir sie lieber doch gleich verfolgen? Wir würden sie noch kriegen. Jetzt nicht mehr. Was, wir sind selber der Befehlshaber? Gibt es denn keinen besseren? Oh nee, doch. 27. Der wäre leichtsinnig. Ja, gut, probieren wir. Dann sind wir selber der Anführer. Allerdings, naja. Nee, ich greife sie jetzt nicht in den Bergen an. Ist jemand im Kerker verstorben? Ich habe schon wieder zwei Gefangene. Ach so, natürlich. Die hat ja ihr Kind bekommen. Ich denke, wir können sie jetzt auch mal wieder freikaufen lassen. Und dann auch die Kleine hier, also... Für Säuglinge ist das ja kein Ort.
10 Gold, wenn wir das machen. Ja, die rennt hier jetzt nur davon, ne? Die Belagerung sollte jetzt relativ schnell vonstatten gehen, da wir ja den Belagerungsbonus haben. 3,5. So, wohin sind die unterwegs? Wollen die hier vielleicht zufällig nach Genua runter? Das wäre wieder typisch, ne? Ach so, ich habe die Königin gleich gefangen genommen. Krieg erledigt. Das ging jetzt einfach. So. Ja, es gibt Burgund immer noch. Ich hatte gehofft, dass das dann aufgespalten wird, aber offenbar hat sie sich irgendeinen anderen Titel dafür geschnappt. Hm. Das ist nicht ganz so, wie ich mir das gewünscht habe. Wir haben noch jemanden gefangen genommen, nämlich sie. Wenn wir sie freilassen, was hatten sie für Ansprüche? Königreich Burgund. Das ist ihre Schwester. Ich habe ihre Schwester noch im Gewahrsam. Muss ich mir überlegen, was ich mit ihr anstelle? Ja, auf jeden Fall ist dieser Krieg jetzt mal durch. Aber das heißt, dass ich diesen Titel wieder nicht übernehmen kann. Das funktioniert nämlich nicht, solange die noch die Jure-Ländereien dieses Titels hält. Ist der Kriegerorden? Ach, die haben sich hier vergrößert. Die haben jetzt noch mehr bekommen. Ja, die werden sicherlich auch bei anderen Herrschern anfragen, ne? Ich meine, so ein guter Kriegerorden ist natürlich praktisch, zeig mal her. Die Johanniter haben immerhin schon 3300 Mann jetzt. Kosten uns auch übrigens nichts, das ist das Coole, dadurch, dass wir sie selber gegründet haben. Ein Festmahl bei Graf Udalrico, der uns mittlerweile ein bisschen mehr mag, wird mir natürlich ein Vergnügen sein, weil wir ein Trunkenbold sind. Alle Gäste versammeln sich in der großen Halle und Graf Udalrico begrüßt uns alle zu dem Fest, zu dem wir so großzügig eingeladen wurden. Er selber ist auch ein Trunkenbold. Wo sind die Fässer? Oh, schaut mal. Bayern ist wieder frei. Das hat tatsächlich Königin Ciala bekommen. Ist Katholikin und cisalpinisch. Hä? Und der hat immer noch... Was? Nee, der ist tot. Oha. Was ist denn jetzt eigentlich mit diesem katholisch-Bayern-Titel passiert? Den hat König Kaki jetzt geerbt. Wo ist das? Ach, da oben. Also katholisch Bayern ist jetzt hier oben, da wo Bayern eigentlich nicht ist. Naja. Wie kann Graf Udalrico es wagen zu behaupten, meine Ansichten über die Kriegskunst wären fehlgeleitet? Er behauptet, dass meine Pläne mit den ersten Gefechten scheitern würden. Er hat doch keine Ahnung. Das würde ich jetzt auch mal so sagen. Ich habe eine 20, der hat eine 11. Das würde ich zu gerne auf dem Schlachtfeld klären. Er haltet strategische Diskussionen und der wird etwas Meinung von mir verlieren. Ja, Die anderen Gäste lachen und plaudern in der Halle, in der es ohnehin schon laut ist. Ich kann mich kaum auf den breiigen Eintopf vor mir konzentrieren. Ich ziehe Linien und Fronten durch mein Essen, während ich überlege, wie ich verschiedene Schlachtpläne kontern kann. Das schwere Fußvolk hält genau hier die Stellung.
Ich würde sagen, das könnte auf einem echten Schlachtfeld Wirkung zeigen. Wir bekommen Einsichten zum schweren Fußvolk, um zu fassen, dass eine Schüssel Eintopf euch dabei hilft, euer Verständnis in Sachen Kriegsführungslebenswandel zu vertiefen. Ja, kaum zu glauben. Auf jeden Fall sind die Bayern wieder in katholischer Hand. Das ist eigentlich was Gutes. Was für ein Festmahl. Ich werde mich noch lange an die Tage in den Hallen von Graf Udalrico erinnern. Nun müssen die Spuren von Frohsinn und Wein abgewaschen werden und mein Dienst für das Reich erwartet mich. Wir werden eifrige Frohnatur, verlieren 24 Anspannung und er bekommt etwas bessere Meinung von mir. Sehr gut. So, wie sieht es denn jetzt eigentlich mit den Fraktionen aus? Ja, also es gibt mittlerweile 4 Leute, die ihn hier haben wollen. Na, der fand das natürlich nicht gut, dass wir ihn aus dem Rat geschmissen haben. Irgendjemanden wollte ich doch noch beeinflussen. Wer war denn das? Ich glaube, eigentlich wollte ich ihn von Kärnten beeinflussen, aber der mag mich jetzt ja schon. Dann probieren wir es mal mit unserem Onkel. Versuchen wir mal, den zu beeinflussen. Was ist hier los? Wir werden überfallen. Wo habe ich denn diese Grafschaft jetzt schon wieder her? Ja, italienische Exklaven. Teilt über die Welt, vor allem in Byzanz. Wieder jemanden Krieg gewonnen. Die hier, die hat ihren Krieg gar nicht gewonnen gegen Polen, ne? Die hatte doch mal einen Krieg gegen Polen und den hat sie nicht gewonnen. Ja. Und was hat der hier schon wieder? Was hat denn der jetzt schon wieder für einen Krieg? Herzog Landbert von Ostfranken, schon wieder ein Befreiungskrieg. Die wollen nochmal die Gesetze unterdrücken. Aber unser Bruder hat genügend Leute, glaube ich. Der wird die relativ leicht in die Schranken weisen können, weil er genug Verbündete hat. Wenn die ihm helfen, sollte es keine Probleme geben. Neuer Lebenswandelvorzug. So. Was nehmen wir denn? Nehmen wir jetzt die Reiterei-Sachen oder eher das Bewegungstempo? Oder Versorgung im Feld. Versorgungskapazität ist auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, ich werde aber erstmal mit der Reiterei mich beschäftigen. Und ich wollte eigentlich auch mal meine Gebäude hier ein bisschen durchgehen. Man kann das hier, genau. Grafschaft von Tortona. Könnten wir uns mal anschauen. Da könnte ich noch was Neues bauen. Ich könnte aber auch hier ein bisschen investieren. Vielleicht erstmal die Lederzelte. Erstmal verbessern wir das hier. Dann Grafschaft von Brescia. Da komme ich im Moment nicht weiter. Da müsste man die Jagd hütten, was auch okay wäre. Oder man verbessert halt was ganz anderes. Kasernen wären ja auch noch ein Thema, ne? Ja, wir bauen hier mal ein paar Kasernen. Dann die Grafschaft von Pavia. Könnte ich hier generell mal so die Schutzmauern verbessern? Auch eine gute Idee. Herzogtum Genua. In Genua gibt es nichts, was wir bauen können. Ich kann die Burg selber verbessern. Ja, das mache ich. Ich verbessere hier die komplette Verteidigung etwas. Ist zwar teuer, aber ich denke, das wird sich lohnen. Das ist in Kroatien. Malta. Das würde ich vielleicht erstmal noch lassen. Ich gehe ja davon aus, dass Kroatien an unseren zweiten Sohn fallen wird. Was ist hier los? Wir verlieren angeblich wieder Titel, und zwar Gräfin Anna von Ravensburg wird das Herzogtum von Anjou erben.
Aber wir haben ja gesagt, können nicht aus dem Reich raus, oder? Weiß nicht. Das kann sein, dass es dann trotzdem sein würde, weil es der höhere Titel ist. Ja, müssen wir mal gucken, ob Ravensburg noch lange in unserer Hand sein wird. Moment mal. Unsere, naja, Quasi-Tochter müsste eigentlich auch mal einen Fokus bekommen. Prinzessin Ginevra. Worum geht's eigentlich? Es geht um Verwaltung oder Bildung. Eine 6 gewürfelt, also wird auch sie eine Bildungsausbildung bekommen. Oh, wen hatte ich da nochmal? Schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall nicht. Ja, hier. Herzog Giberto von Verona wäre eine passende Möglichkeit. Werden wir ihm mal ein Mündel anbieten. Unser Kuckuckskind kommt er. Ja, der sagt, ich kann hier wieder ein Dynastievermächtnis machen, aber wir warten, bis wir 3000 Punkte haben. Dann machen wir das. Ja, Prinzessin Maria ist auch fast soweit. Eugenia Unruhochinger. Das ist unsere Halbschwester. Der haben wir noch keinen passenden Gatten gesucht. Okay. Das werde ich mir jetzt als nächstes mal überlegen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, eure Miri.